So, der Klitschko-Kampf ist jetzt in allem Munde. Was ist Ihre Meinung? Was ist da passiert in diesem, was ist da schiefgelaufen in diesem Kampf für Klitschko? Schwierige Frage. Also ich bin ja nicht Wladimir, aber ich kann ja auch nur Vermutungen anstellen. Und aber es wird sicherlich so, wie es, so wie er selber auch sagt und auch sein Bruder, dass es wirklich bei ihm eine Kopfsache war. Irgendwas ist da schiefgelaufen bei ihm. Also er konnte den Schalter nachher nicht umlegen. Ist dann nachher, es gibt so manchmal Tage, da klappt das boxerisch einfach nicht. Und dann konnte er einfach nicht ins Kämpfen finden. Ja, also wahrscheinlich hat er dann, er hätte einfach mal den Krieger, glaube ich, rausholen müssen in sich. Hätte ein bisschen kämpfen müssen. Ich glaube, dann wäre das auch hätte geklappt. Ein bisschen zum Körper arbeiten. Ich denke, das hätte schon ausgereicht. Und bei Rückkampf, wer ist da der Favorit für Sie? Ja, Wladimir ist immer der Favorit. Also gegen wen der auch boxt, der ist immer der Favorit. Also eigentlich kann er sich nur selbst besiegen. Bei mir macht das natürlich darauf.